Liebe Schachfreunde, ich bin ein bisschen erkältet. Seht's mir nach, dass ich da ein bisschen anders klinge und hier dick angezogen bin, obwohl Sommer ist. Aber es wird Zeit für ein neues Video und ich möchte euch ein Spiel zeigen, das ich gestern gespielt habe auf der Schacharena gegen einen sehr starken Gegner, gegen den ich ja, manchmal gewinne, aber auch oft schon verloren habe. Und der hat mit D4 eröffnet. Ich spiele meistens Springer F6 darauf und jetzt kam Springer F3. So. Man sieht hier an den Pfeilen, gibt verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Mach die Pfeile jetzt aber mal aus. Ich habe mit E5 oder D5, Entschuldigung, geantwortet. Ja, und jetzt ist es in so eine Art Damen-Gambit übergegangen. Und ja, das ist nicht meine Lieblingseröffnung als Schweizer. Darum habe ich mich entschlossen, hier vorsichtig zu spielen und erstmal den Bauern zu decken. Und jetzt leitet er über in so, ja, würde sagen, katalanisch. Also ist jedenfalls eine typische Konstellation, wenn der Läufer hier erscheint und hier die Bauern praktisch wie beim Damengambit vorgegangen sind, dann sind wir im Katalanischen, soweit ich mich auskenne. Zumindest in sowas Ähnlichem. Man kann auch Königsindisch vielleicht sagen. Jedenfalls, ich habe jetzt, weil ich das noch wusste aus der früheren Beschäftigung mit dieser Eröffnung, den Läufer gespielt. Schach. Idee war also hier vor allen Dingen zu rochieren, aber die Hauptidee ist, den Läufer hierhin zu locken und damit der Dame den Blick auf diesen Bauern hier zu versperren und auch die Möglichkeit, den hier zu decken, indem sie vielleicht hierhin geht. Also der fremde Läufer, der fremde schwarzfädrige Läufer soll also auf ein schlechteres Feld gebracht werden. Er hat auch so gespielt und jetzt zieht man den Läufer zurück. Nicht schlagen den Läufer, also das ist nicht der Sinn der Geschichte hier. Den hier brauchen wir noch. Und dieses Manöver wusste ich also noch von früher, dass das nicht schlecht ist. Aber es steht ausgeglichen, ist jetzt nicht irgendwie ein großer Nachteil für Weiß entstanden. Er hat jetzt konsequent weitergespielt, also den Läufer da auf die Hauptdiagonale gebracht. Ich habe rochiert, er hat rochiert, alles für beide Seiten in Ordnung. Und katalanisch ist jetzt ja so eine Eröffnung, da habe ich schon oft gegen verloren. Ist ganz schwierig zu spielen, finde ich, für beide Seiten. Aber wenn der Weiße sich auskennt, dann kommt man schnell in Nachteil als Schwarzer. Die große Gefahr ist dieser Läufer, der ständig auf der Diagonale alles bedroht. Und jetzt muss man sich entscheiden. Im Prinzip könnte man ja den Bauern hier schlagen. Aber dann öffnet man eben diese Diagonale hier. Und auf Dauer ist das vielleicht jedenfalls in diesem Moment zu gefährlich. Schwarz ist noch unterentwickelt, sollte grundsätzlich nicht zu früh schlagen, sondern sich erstmal entwickeln. Und daran habe ich mich auch gehalten, habe also weiter defensiv gespielt, hier so eine Bauernpyramide aufgestellt. Das ist auch durchaus in dieser Eröffnung sinnvoll. Der, glaube ich, nennt man den geschlossenen Katalanen. Und er greift jetzt den Springer an. Das war, glaube ich, nicht unbedingt der stärkste Zug. Der Läufer ist jetzt nochmal gezogen. Und ja. Ich habe den Läufer angegriffen. Jetzt kann er nicht zurück, weil dann würde dieser Bauer hier kommen. Der Läufer wäre gefangen. Er muss sich also jetzt entscheiden: Tauscht er den Läufer gegen den Springer oder will er den Läufer nochmal ziehen? Er hat hier getauscht und ich zurückgenommen. So, jetzt habe ich das Läuferpaar, was langfristig vielleicht ein Vorteil sein könnte. Jedenfalls dann, wenn die Stellung sich öffnet und die Diagonalen frei werden. Aber der Computer sagt, es ist völlig ausgeglichen. So, er entwickelt seinen Springer. Ich entwickle meinen Springer und jetzt hat er diesen Zug hier gespielt. Der Engine gefällt das nicht so gut. Warum nicht? Weil dieser Bauer jetzt ungedeckt ist. Und der war zwar vorher auch schon ungedeckt, aber jetzt ist Schwarz entwickelt und kann daran denken, diesen Bauern zu schlagen. Was ich auch gemacht habe. Und ich glaube, das wäre auch der richtige Zug gewesen laut Engine. So, er greift den Bauern an. Ich wusste, dass der Bauer schwach ist. Und dass er ihn irgendwie zurückgewinnt, auf jeden Fall. Oft ist eine Möglichkeit, die der Weiße nutzt, mit dem Springer hier hinzugehen, diese Eröffnung von da aus anzugreifen, den Bauern und den hier auch gleich mit zu attackieren. Aber das ging hier nicht, weil ja mein Läufer hier steht. Insofern ein bisschen ungewöhnliche Konstellation. Aber er greift eben von hier aus an. Und jetzt sollte man nicht versuchen, den Bauern hier zu verteidigen, denn dann hängt ja dieser hier und dahinter würde auch noch der Turm hängen. Weil, wie gesagt, der katalanische Läufer, den muss man permanent im Auge behalten. Also nicht versuchen, den so zu verteidigen. Aber das hier geht. Und wäre auch der Engine-Zug gewesen. Verteidige den Bauern jetzt, stelle meinen Springer auf ein besseres Feld.
So, jetzt hat er versucht, den Springer zu vertreiben. Der Bauer droht hier vorzugehen, den Springer zu vertreiben, dann kann er schlagen. Das habe ich aber vereitelt, indem ich eben meinerseits A5 gespielt habe. So, jetzt kommt der Bauer nicht weiter vorwärts, aber er hat ja noch eine Möglichkeit, den Bauern anzugreifen mit seiner Dame. Jetzt ist er doppelt attackiert von Springer und Dame. So, allerdings, man sieht an der Computerbewertung, das war kein guter Zug von Weiß. Nicht unmittelbar zu sehen, es ist jetzt nicht unbedingt ein taktischer Vorteil sofort für Schwarz entstanden, aber strategisch ist es nicht günstig. Wir können uns ja überlegen, warum das nicht günstig ist, dieser Zug. Sieht ja gut aus, der Bauer hier ist nicht mehr zu verteidigen, kann ihn also kein weiteres Mal decken. Aber die Dame und der Turm stehen hier doch ein bisschen gefährdet, zumal mein weißfeldiger Läufer noch im Spiel ist. Der ist zwar hier unten eingesperrt, aber mit meinem nächsten Zug habe ich das geändert und das war nämlich auch die Idee, eventuell hier Gebrauch zu machen von dieser Schwäche. So, jetzt kann der Läufer also ins Spiel kommen. Der Zentralbauer hier ist attackiert. Er hat genommen, ist auch richtig. Ich nehme zurück. Und jetzt hat er mit dem Springer diesen Bauern geschlagen, den also zurückgewonnen. Aber ich habe den Springer getauscht und schon steht die Dame auf einem Feld, in dem sie angreifbar ist und selber aber nichts angreift. Und jetzt kann ich mit Tempo meinen weißfeldrigen Läufer ins Spiel bringen. Und die Dame muss weg. Steht also minus 1,7, sagt die Engine. Noch nicht spielentscheidend, aber weiß ist jetzt plötzlich unter Druck. Ich habe das Läuferpaar, beide Läufer stehen sehr gut. Das Spiel hat sich geöffnet, die zentralen Bauern sind ausgetauscht worden. Und jetzt muss man überlegen, wie spielt man weiter. Und meine Idee ist gewesen, seine Schwächen zu nutzen. Die eine Schwäche habe ich schon gesagt, hier diese Konstellation von Dame und Sturm. Die andere Schwäche, jedenfalls aus meiner Sicht, die Engine hätte das glaube ich nicht gemacht, ist dieser Springer. Der ist eigentlich verhältnismäßig stark, aber ich habe jetzt meinen Läufer genommen und den Springer ausgetauscht. Er muss mit dem Bauern schlagen. Jetzt habe ich eine weitere Schwäche provoziert, nämlich zwei Einzelbauern, die er hat. Er ist zwar jetzt nicht im Nachteil materiell, aber die Bauernstruktur ist deutlich schwächer als meine, jedenfalls auf dem Damenflügel. So. Und jetzt habe ich meine Dame hier erstmal aus der Gefahrenzone gebracht. Die wäre ja leicht mit dem Turm angreifbar gewesen, aber ich hatte einen bestimmten Plan noch dabei. Einen Angriffsplan. Er hat jetzt den Bauern hier attackiert. Der ist durch die Dame gedeckt, aber ich habe diese Deckung jetzt bewusst aufgegeben und meine Dame auf C5 gespielt. So, warum? Weil es droht jetzt dieser Angriff meines Läufers. Und jetzt hat er den ersten richtigen Fehler gemacht. Das hat er offensichtlich übersehen oder aber, ich weiß es nicht, gedacht, dass er dafür Kompensation bekommt. Er hat diesen Bauern geschlagen. Womit gleichzeitig der hier schwach wird, womit gleichzeitig der katalanische Läufer aktiviert wird. Also sieht gut aus, aber ich kann jetzt die Qualität gewinnen. Greife die Dame an, die Dame muss weg. Er hat den richtigen Zug gemacht, die Dame hier auf die B-Linie zu spielen, aber er verliert jetzt die Qualität. So, und jetzt kommt der zweite Fehler, den er gemacht hat. Ihr könnt euch ja auch überlegen, wie nimmt man jetzt zurück oder gibt es noch was Besseres? Die Engine hätte den Läufer mit dem Läufer zurückgenommen, aber er hat mit dem König genommen. Wahrscheinlich, um hier den Druck aufrechtzuerhalten. Aber das ist ein Fehler, denn ich kann jetzt Schach geben, was ich auch gemacht habe, und gleichzeitig diesen ungedeckten Isolani angreifen. Der König muss weg. Ja, und jetzt habe ich überlegt, darf ich den Bauern nehmen oder droht hier Gefahr? Aber ich habe keine unmittelbare Gefahr gesehen. Der Bauer hier würde dann weiterhin ja gedeckt sein durch meine Dame. Also habe ich mir gedacht, den kannst du nehmen. Und jetzt steht es auch tatsächlich plus 4,1 aus schwarzer Sicht oder eben minus 4,1 aus weißer Sicht. So. Jetzt hat er den Bauern hier nochmal angegriffen. Er ist also doppelt attackiert. Und jetzt seid ihr wieder dran. Was ist hier der richtige Zug für Schwarz? Schwarz steht ganz klar auf Gewinn. Man muss nur den richtigen Zug finden und den habe ich auch Gott sei Dank gefunden. Ich habe Schach gegeben mit der Dame. Und es gibt nur noch einen Zug, der ihn retten kann. Er muss den Läufer dazu zwischensetzen. Jetzt ist der Läufer eben doch weg von den Bauern hier und gefesselt.
Sieht also ganz übel aus für Weiß. Die Engine hätte, glaube ich, die Dame sogar zurückgezogen. Ich weiß nicht aus welchen Gründen hierhin, glaube ich. Vielleicht um den Bauern hier zu decken oder was auch immer. Auf so eine Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, denn die Fesselung gefiel mir hier sehr gut aus schwarzer Sicht. Ich habe überlegt, soll ich vielleicht meinen Bauern decken, aber der ist eigentlich nicht so wichtig, weil es gibt Angriffspläne für Schwarz, die durchschlagender sind. Also habe ich den Bauern vorgespielt. Idee natürlich, den einfach vorzuspielen bis auf die Grundlinie. So, und er hat jetzt den nächsten Fehler gemacht, meine ich jedenfalls. Er hat diesen Bauern gefressen, glaubte sich das wohl leisten zu können, aber das ist aus mehreren Gründen schlecht gewesen. Einer der Gründe ist, dass der Turm jetzt sehr gefährdet ist. Also zum Beispiel, wenn meine Dame, wenn der König mal irgendwann hier hingehen sollte, das kann er jetzt gar nicht, um die Fesselung hier aufzuheben, dann könnte ich mit der Dame König und Turm gleichzeitig angreifen. Das heißt, hier hat er sich einer wichtigen Option beraubt. Und zweitens gibt es eben einen Angriffsplan für Schwarz, der ihn in große Verlegenheit bringt. Ich habe mich mit meinem Turm seine Dame angegriffen. Die Engine hätte sogar diesen Turm genommen. Das habe ich auch überlegt, aber dann wäre der hier aus meiner Sicht jedenfalls zu schwach geworden. Denn ich habe jetzt damit gerechnet, dass er mit der Dame hierhin geht und dann anschließend eventuell mit dem Turm hierhin. Und wenn der hier nicht mehr den Bauern bewacht, dann wäre die Sache kritisch geworden für mich. Und darum habe ich den Turm lieber hier gelassen und mit dem Turm angegriffen. Auch wenn ich hier den Bauern im Stich lasse, aber der ist hier aktuell nicht angegriffen. So, nächster Fehler aus meiner Sicht jedenfalls von Weiß. Wenn, dann hätte er hierhin gehen sollen oder vielleicht hierhin. Hier steht die Dame ganz schlecht. Und nach dem nächsten Zug hat er auch aufgegeben. Denn jetzt droht bereits Matt im nächsten Zug. Und Weiß kann eigentlich gar nichts mehr machen. Was er vielleicht noch hätte machen können, ich habe mit der Engine dann das mal weitergespielt, was wäre noch gegangen, aber es ist eigentlich hoffnungslos. Matt in 10 steht hier. Wenn er hier hingeht, habe ich die Wahl, ob ich Turm erobere sofort und mit Angriff auf den König. Aber noch besser wäre es gewesen, sagt die Engine, erstmal den Läufer zu nehmen. Und wenn er dann hier hingeht, eine andere Möglichkeit hat er ja gar nicht, kann ich wieder Schach geben. Der König muss weg und er kriegt den Turm auch noch. Oder kann ihn vielleicht sogar unmittelbar matt setzen. Also hier ist für Weiß nichts mehr zu machen. Also eine Reihe von vielleicht nicht so gravierenden, aber letztlich dann doch entscheidenden Fehlern von Weiß hat hier dazu geführt, dass die eigentlich sehr starke katalanische Eröffnung hier zu einer Katastrophe für Weiß geworden ist. Und ich selber habe daraus so ein bisschen die Lehre gezogen, dass gegen Katalanisch, ich gehe hier nochmal in die Eröffnung zurück, tatsächlich vielleicht es ganz gut ist, so mit dieser geschlossenen katalanischen Struktur zu arbeiten als Schwarzer, den weißfeldrigen Läufer so lange wie möglich unwirksam zu machen mit dieser starken Bauernstruktur. Und dann muss man eben sehen, dass man irgendwie seine Figuren ins Spiel bringt. Normalerweise, ich mache mal die Pfeile weg, gehört der Springer dann hierhin. Man kann mit dem Turm hier hingehen, auch um aus der Gefährdungslinie des Läufers rauszugehen. Und anschließend kann man dann vielleicht, glaube, sowas ist zum Beispiel dann immer ein ganz guter Plan, wenn man dann die Bauern allmählich auf die schwarzen Felder stellt. Der Turm steht hier und dann läuft der Läufer mehr oder weniger ins Leere. Ja, also ich finde interessante Partie und ich hoffe, dass sie euch auch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.